wird die Vienna aber stärker. Von Minute zu Minute. Marian Markovic. Ein Traumtor. Wunderschöner Schuss. Mit dem Außenriss, mit viele Fee, was man hier nicht erkennen kann. 10 Jahre von den Rapid-Amateuren zur Vienna gekommen. Nur 6 Minuten nach dem 2:1 folgende Szene. Wieder Pass auf Markovic und fast ident. Wieder Ausgleich. Das 3:1 des Serben. Was sie jetzt nicht erkennen können. Ja. Sieht Markovic 1:0. Marian Markovic, der Topscorer der Vienna in Abwesenheit von Djokic, 4. Saisontreffer. Markovic atmet kurz darauf gleich wieder tief durch, 50 Meter Freistoß. Andreas Schüge, immer nachlässiger. Der eingewechselte Christoph Mattes von der linken Seite serviert den Ball auf den alleingelassenen Marian Markovic. 4:1 Anschlusstreffer für die Vienna in der 75. Minute. So eine Möglichkeit lässt sich der serbische Routinier nicht nehmen. Seine Vorderleute brauchen gut 20 Minuten, bis auch sie ins Spiel finden. Markovic zurück in der Mannschaft nach seiner Sperre mit der weiten Flanke auf Andreas Tiffner. Und Tor 1:0 für die Vienna in der 18. Minute. Das Premierentor für Tiffner in der ersten Liga. Aber schwerer Fehler von Lust. Wieder Markovic. Beciri, Außennetz, es bleibt beim Nachseitenwechsel. Die Vienna bei Standardsituationen weiter gefährlich. Anschluss. Falls die Tore anschauen, die Vienna erwischt den berühmten Auftakt nach Maß, nach einem schönen Spielzug erzielt. Nach einer Viertelstunde probiert es auch Markovic mit einem Weitschuss. Dieses Mal passt der Ball ganz genau. Keine Chance für Torhüter Harauer. 1:0 für die Vienna. Ein Auftakt nach Maß für den Bundesligisten. Die Anfangsphase verläuft ganz nach dem Geschmack der Gästefans.